Zum Mitnehmen, liebe Zuschauer, der mobile Energiekoffer, wie es an mancher Stelle auch genannt wird, ist tatsächlich etwas, was unseren Kunden unglaublich gut gefällt, weil natürlich gerade so die letzten Wochen, Monate und auch die letzten Jahre, muss man sagen, die Menschen so ein Stück weit sensibel gemacht hat für verschiedenste Ereignisse. Man möchte ganz einfach vorsorgen und wir können das hier bei Pearl TV absolut nachvollziehen. Auch wir haben uns schon entsprechend mit den Energiereserven für zu Hause oder natürlich auch für unterwegs eingedeckt. Viele unserer Kunden greifen sogar schon ein zweites Mal zu, wenn man natürlich nicht nur im Haushalt, im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer sämtliche elektronischen Geräte auch mal außerhalb der Steckdose in der Wand mit Strom versorgen kann. Man kann natürlich auch ganz hervorragend mit einem Zweitgerät mal im Keller zum Beispiel die Heizung weiter betreiben. Es gibt aber nicht nur diese typischen Stromausfallszenarien, es gibt auch schöne Situationen, wo man Strom zum Mitnehmen braucht und wir zeigen Ihnen, was Sie tun müssen, um dran zu kommen. Wir beginnen mit einem waschechten Stromlieferanten, wo man ganz einfach mit ein bisschen Benzin und dem passenden Gerät jederzeit 24/7 Strom bekommen kann. Ja, das ist ein Generator, steht drauf, es ist ein Generator-Inverter. Sie kennen das von Baustellen, die haben immer so einen blauen Wagen dahinter, der macht einen Höllenlärm und stinkt. Und da betreiben die Leute ihre Baumaschinen dran. Die laufen mit Diesel und sind schrecklich laut. Oh. Dieser hier macht genau das Gleiche. Der liefert Ihnen Strom hier vorne raus aus dieser Steckdose. Sie füllen ganz normales Autobenzin hier oben rein, werfen ihn hier an. Sie haben hier so einen kleinen Zug dran. Und dann läuft der Motor hier drin und generiert Ihnen diesen Strom. Das ist ein Generator-Inverter, das heißt, der gibt Ihnen konstant 230 Volt. Diese Generatoren, die bei Baumaschinen da dran sind, die gehen schon mal 200 Volt mal 260 Volt. Das würde Ihre Fernseher, Ihre Computer, alle Ihre elektronischen Geräte kaputt machen. Für Baumaschinen ist das okay, aber für, sagen wir, Haushaltsgeräte natürlich nicht. Hier sind Sie auf der sicheren Seite. Sie können Ihren eigenen Strom machen. Hier sehen Sie mal. Also einmal haben wir diese 230 Volt konstant und dann auch noch eine reine Sinuswelle. Diana, Sinus kennst du vielleicht auch noch aus dem Matheunterricht früher, ja, ne? Das ist diese runde Kurve. Genau. Im Vergleich zu, wenn hast man du eine Ecke gesehen? Naja, aber es gibt andere, die machen hier so treppchenförmig. Die simulieren diese sinusförmige Stromquelle, aber der macht eben reinen Sinusstrom und das ist eben fantastisch für Ihre elektronischen Geräte. Also unterm Strich gesehen vergleichbar mit der Qualität des Stroms, genau, der normalerweise aus der Steckdose kommt. Es ist genau die gleiche Qualität und das ist hier entscheidend. Ja. Natürlich ist das mobil, das heißt, Sie können es einfach hochnehmen, überall hintragen, wo Sie wollen und dann haben Sie immer Strom. Wir sind so abhängig von Strom. Also natürlich, im Fall eines Stromausfalls, eines Blackouts, ist es immer irgendwo in Deutschland gerade Stromausfall, sind Sie damit auf der sicheren Seite. Einfach irgendwo hinstellen, ein Verlängerungskabel und dann haben Sie den Strom, den Sie brauchen. Sehen Sie, es ist wirklich transportabel hier. Es ist auch leise hier. 59 Dezibel, das ist ungefähr so wie normaler Straßengeräusche, würde ich mal sagen. Also das ist Zimmerlautstärke. Im Abstand von 7 Metern. Hier sehen wir übrigens mal gerade, wo jetzt gerade in Deutschland ist an diesen Stellen überall Stromausfall. Es ist schon dunkel, ja? Guck mal, das bedeutet, Leute haben kein Licht auch, ja? Ja, Leute haben kein Licht, haben kein Internet, kein Fernsehen. Internet. Es ist möglich, dass man kein Internet hat. Jetzt lacht man drüber, wenn man in die Situation reinkommt, wenn es einfach Patsch macht und bei Ihnen zu Hause gehen die Lichter aus und Sie gucken natürlich, zack, der Ofen funktioniert nicht mehr, Sie machen die Kühlschranktür auf, auch da ist kein Licht mehr an. Ja, dann versuchen Sie es mal am Lichtschalter, mal rauf, mal runter. Es passiert einfach nichts. Logischerweise ist der erste Gang mal an den Sicherungskasten, mal gucken, ob die Sicherung rausgeknallt ist, ob der FI noch drin ist. Wenn das auch alles in Ordnung ist, dann schaut man natürlich erstmal zum Fenster oder zur Tür heraus, schaut man nach rechts, mal nach links und guckt mal, wie sieht es denn eigentlich bei den Nachbarn aus. Und wenn man dann feststellt, dass da auch alle Lampen aus sind, wird man so langsam aber sicher nervös. Das kann ein paar Minuten sein. Ja, das kann aber auch definitiv mal ein paar Stunden, im schlimmsten Fall ein paar Tage dauern. Ja, hatten wir in Berlin. In Berlin war das irgendwie über 90.000 Haushalte ohne Strom und das von mehrere Freitag Tage. Von Freitag bis Sonntag. Das wollen Sie nicht erleben. Was? Ja, guck mal, das ist die Situation, in der wir Diana nicht sehen wollen. Was ist da passiert, Diana? Ja, guck mal, das war dunkel, kalt und natürlich, ich hatte nur Angst.
Ja. Aber sie müssen keine Angst haben, ja, weil sie haben dieses Sicherheitsgefühl, weil sie haben im Keller oder auf der Terrasse, auf dem Balkon immer unseren Generator im Bett. Ja, und er liefert Ihnen hier Strom bis zu 1000 Watt. Das deckt, sage ich mal, 90% Ihres Haushaltsstroms ab. Ihre Haushaltsgeräte können Sie damit weiter betreiben. Einfach ganz normales Autobenzin, also kein spezielles Gemisch oder irgendwas. Durch die Ummantelung ist er eben sehr leise. Es ist ein Verbrennungsmotor, das heißt, er darf nicht in geschlossenen Räumen stehen. Das heißt, den stellen Sie am besten auf die Veranda oder nach draußen, eine lange Kabeltrommel ran und schon sind Sie hier wieder auf der sicheren Seite. Hier dieses Anschmeißen, was Diana jetzt hier macht, das ist sehr, sehr leicht. Das ist nicht wie beim Rasenmäher oder so einer Kettensäge, wo das eben richtig, wo man richtig dran ziehen muss mehrmals. Hier ein kleiner Zug reicht und schon haben Sie Strom. Sie sehen hier unseren TV-Sonderpreis. Der ist natürlich deutlich niedriger als bei Pearl.de oder unseren Katalogkunden. Und zur UVP sparen Sie sogar 38%, kommt versandkostenfrei zu Ihnen und damit können Sie Ihren eigenen Strom generieren, deswegen Generator. Falls Ihnen die 1000 Watt nicht reichen, können Sie natürlich auch unser größeres Modell nehmen. Da können Sie sogar Geräte bis zu 2000 Watt anschließen und wir haben zwei Steckdosen hier. Das heißt, Sie können entweder guter Samariter sein für Ihren Nachbarn oder vielleicht haben Sie auf mehreren Stockwerken Strom, den Sie brauchen. Da können Sie eben zwei Verlängerungskabel ranmachen. Das ist auch genauso nach das gleiche Prinzip, ist auch sehr, sehr preiswert hier. Sie sehen den TV-Sonderpreis hier bei uns im Overlay und der kommt hier eben auch versandkostenfrei zu Ihnen und Sie haben Strom. Einfach Autobenzin hier reinfüllen und Sie sind auf der sicheren Seite, egal was kommt, Sie haben Strom. Oder wenn Sie mal nach draußen wollen, haben Sie auch Strom dabei. Wir lieben ja Strom. Ja. Wir haben Strom immer bei uns. Wir brauchen es für Internet, für Handy, für Fernsehen, für Licht, für Musik, wenn wir unterwegs sind, Gartenpartys, vielleicht mal einen Beamer aufstellen. Ganz, ganz einfach hier mit unserem beiden Invertern, wie gesagt, 1000 Watt, 2000 Watt, das ist der Unterschied. Der ist auch ein bisschen größer, aber immer noch transportabel. Er hat einen richtig stabilen Griff hier und das Gehäuse schützt vor Lärm. Ist einfach ein fantastisches Gerät und unglaublich beliebt bei Ihnen. So, jetzt habe ich natürlich zum einen eine gute und eine mittelgute Nachricht für Sie. Der kleine bis 1000 Watt Leistung bei den Geräten hat die ZX8102 und die 569 ist ab Lager lieferbar. Das heißt, wenn Sie jetzt zugreifen zum eingeblendeten TV-Sonderpreis, ist der in wenigen Tagen bei Ihnen. Und dann steht er erstmal da und wenn Sie ihn brauchen, haben Sie ganz einfach mit einem einzigen Knopfdruck quasi den Strom, den Sie brauchen. Der etwas größere für alle Gerätschaften bis 2000 Watt ist noch zu haben. Wir sind auf den letzten Stückzahlen. Das bedeutet, wir haben natürlich einiges an Vorbestellungen entgegennehmen dürfen. Da haben einige Kunden zugegriffen und sind natürlich aus der letzten Lieferung auch bedient worden. Hat dazu geführt, dass natürlich jetzt hier die Bestände dann doch rapide nach unten gegangen sind. Wenn der für Sie in Frage kommt, bitte auf jeden Fall rechtzeitig zugreifen. Am besten jetzt. Die Leitungen sind frei mit der ZX8101 und der 569. Beide zum TV-Sonderpreis und beide vor allen Dingen Porto- und Versandkosten frei. Das waren jetzt unsere sogenannten Inverter. Das heißt, die funktionieren mit Benzin. Das ist ein richtiger Stromgenerator. Ganz einfach Benzin reinfüllen, anschmeißen das Ganze und schon haben Sie zuverlässig Strom rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche, wenn Sie möchten. Jetzt kommen wir mal zu unserer Energiereserve, unsere sogenannten Powerpacks, die auch bei unseren Kunden sehr beliebt sind. Die kann man natürlich im Vergleich zu den beiden Benzingeneratoren jederzeit auch mal im Haus betreiben. Ja. Den kann ich mir direkt auch mal neben das Sofa stellen, wenn ich möchte, neben das Bett oder auch mal in den Keller oder in die Küche. Mhm. Ja, also die Nachfrage nach unseren Powerpacks ist riesengroß. Ja. Die haben Sie vielleicht auch schon das ein oder andere Mal bei uns gesehen. Aber wir senden das, weil sie so beliebt sind bei Ihnen. Das ist die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Ja. Sie haben damit Strom, wo immer Sie sind. Es ist tragbar. So geht Strom heute, kann man fast schon sagen. Das ist ein Energiekoffer, eine tragbare Steckdose. Genauso wie unsere Generatoren. Aber dieser hier wird an der Batterie aufgeladen. Also, Entschuldigung, wird an der Steckdose aufgeladen. Hier stecken Sie einfach das Netzkabel rein. Er wird aufgeladen und dann haben Sie hier auch satten Strom drin. Auch hier Geräte bis zu 1000 Watt
können Sie ja bis zu 2000 Watt hier sogar anschließen. Ja, auch hier. Auch hier haben wir zwei Steckdosen und natürlich sämtliche Anschlüsse, die, egal welches elektrische Gerät Sie anschließen wollen, Sie können es hier anschließen. Sie haben USB, Sie haben 12 Volt und natürlich die 230 Volt. Hier sehen wir es nochmal in seiner ganzen Pracht. Da ist dieser 12 Volt Anschluss, früher sagte man Zigarettenanzünder. Wenn man mal nach draußen will, braucht man keine Verlängerungskabel zu legen. Man nimmt einfach sein Powerpack mit. Damit hat man dann Strom hier für die Kühlbox oder für Licht oder für Fernsehen, für richtig schweres Werkzeug. Ich finde das beeindruckend. Das ist eine große Kreissäge. Ist das beeindruckend? Ja, also dass man die mal irgendwann mit mobilem Strom betreiben könnte, hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Ja. Auch so haushaltsüblicher Staubsauger. Also ich kenne das Problem, ich muss zur Tankstelle fahren, um mein Auto auszusaugen. Ja. Würde es gerne mal bei mir vor der Tür machen, aber ich wohne im zweiten Stock. So eine lange Verlängerungstrommel habe ich nicht. Ja, das kann man jetzt ganz einfach mit dem Strom zum Mitnehmen machen. Stellst dir deinen Stromspeicher neben das Auto, den Staubsauger dran und gibst mal ordentlich Gas. Da bekommt man natürlich auch mal so ein Auto mal sauber. Sauger. Sauger. Schön ein saugeres Auto zu haben. Ne? Ein gesaugtes, ja, sauberes Auto. Guck dir das mal an, was damit alles möglich ist. Alle Gerätschaften bis 2000 Watt. Und wenn Sie mal genau hinschauen, werden Sie feststellen, das deckt 98-99% der im Haushalt befindlichen Geräte ab. Ja. Wir reden die ganze Zeit über... Das mit den Haushaltsgeräten, das will ich noch mal erklären. Sie können damit richtigen Haushaltsstrom machen. Das ist also wie Ihr Energieversorger. Mhm. Da diese Kiste ersetzt, also damit können Sie alle Ihre Geräte und zwar gleichzeitig betreiben. Wir haben hier mal zu Demozwecken ein schweres Werkzeug. Diana ist unsere Expertin im Heckenscheren. Genau. Heckenschere ist so ein Beispiel, weil eine Hecke ist immer draußen irgendwo am Rand des Grundstücks. Da muss man ein langes Verlängerungskabel legen. Ja, verstaubt, klar. Voller Spinnweben, dreckig. Und hier nehmen Sie einfach Ihr Powerpack mit, stecken das hier in eine der beiden Steckdosen rein. Und jetzt können Sie tatsächlich dieses große, schwere Gerät hier mit unserem... Ich? Ja, du kannst. Gas. Mit unserem Power... Ein bisschen Abstand, okay? Bisschen Abstand, Achtung, Sicherheitsabstand. Achtung. Nein, ich vertraue dir. Danke. So. Du liebst das, Diana, cool, ne? Ja, cool. Das ist echt cool. Also bei meinen Eltern, sie haben auch einen großen Garten. Wir haben auch so viel Arbeit. Und bei meiner Mama, das ist ihr Traum, ja. Und jetzt, wir haben natürlich diesen wahnsinnigen Preis. Ich glaube, das Preis wird noch teuer und noch ja, da sprichst du was Gutes an. Wir haben jetzt eine Lieferung. Die nächste Lieferung wird definitiv teurer werden. Wir haben das gesehen, es wird alles teurer. Heute Morgen habe ich im Fernsehen gesehen, haben Sie den gleichen Einkaufswagen, den Sie vor einem Jahr hatten, hat der 60 Euro gekostet. Ja. Im gleichen Laden, der gleiche Einkaufswagen hat jetzt 104 Euro gekostet. Ja, also, Benzin, fangen wir gar nicht mit an. Bei uns sei leider keine Ausnahme. Es wird teurer werden. Im Moment haben wir diesen Preis, den Sie hier sehen. Ja. Und das Lieferdatum. Sie müssen es vorbestellen. Ja, machen Sie bitte. Sie müssen es vorbestellen, wenn Sie dabei sein wollen. Weil die Listen sind immer gefüllt. Die füllen sich mit jeder Sendung, die wir ausstrahlen, wird diese Liste immer voller. Und wenn Sie zu lange warten, ist die Liste voll. Und Sie müssen dann auf die nächste Lieferung warten. Jede Lieferung ab jetzt wird teurer. Wir sind dran am Verhandeln gerade, unsere Produktmanager. Aber es ist leider so, dass wir diese Preise nicht halten können. Kommen wir zurück zu unserem Powerpack. Mhm. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben hier Hausstrom. Das heißt, natürlich überall, wo ich eine Steckdose brauche, aber keine habe, kann ich das mitnehmen. Auf dem Boot, im Campingbereich, überall. Sie haben jetzt Strom dabei. Im Falle eines Stromausfalls, Sie haben die Karte vielleicht noch in Erinnerung, es ist überall in Deutschland irgendwo Stromausfall, hilft Ihnen dieses Powerpack über Stunden, je nachdem, was Sie reinstecken, vielleicht sogar über Tage, diese Zeit zu überbrücken. Sie haben weiter Internet, Sie haben weiter Ihren Kühlschrank am Laufen. Der Kühlschrank ist voll mit Lebensmitteln, die richtig Geld kosten. Wenn es ganz schlimm kommt, haben Sie Medizin drin, die gekühlt werden muss. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Es wird alles weiterlaufen. Sie werden keinen Unterschied feststellen. Auch hier natürlich wieder der Sinusstrom, von dem wir gesprochen haben, ist exakt der gleiche Strom wie aus der Steckdose. Hier haben wir noch einmal die Karte. Wo war das? In Mannheim ist es im Moment ganz schlimm. Ne? Ja.
Da im ganzen Bundesgebiet verteilt, in Mannheim ganz besonders krass im Moment. Und Sie können das tagesaktuell verfolgen. Da gibt es verschiedenste Seiten, die man bei Google logischerweise findet, wenn es um Stromausfälle geht. Ja, wenn es mal 2-3 Stunden sind, wenn die Handwerker unten im Keller irgendwas erledigen müssen, ist das noch eine überschaubare Zeit. Ärgerlich. Passiert das morgens so in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, ja, so mitten in der Frühstückszeit, Vorbereitungszeit. Man muss gewisse Dinge erledigen. Da ist es natürlich super, wenn ich mir damit behelfen kann. Ich habe lange im Homeoffice gearbeitet. Perfekt. Und haben die Stadtwerke haben da tatsächlich eine Woche lang jeden Tag 4 Stunden den Strom abgestellt. Ich musste mir wirklich einen anderen Ort suchen, wo ich dann mit meinem Laptop und meinem Computer arbeiten konnte, meine Telefonate machen konnte, weil das alles nicht mehr geht ohne Strom. Wir brauchen Strom. Unser Powerpack ist der absolute Bestseller. Hier sehen wir es nochmal in seiner ganzen Pracht. Sie sehen, was man da alles anschließen kann. Ich hoffe, wir haben Ihnen eine Idee darüber gegeben, warum das so wichtig ist, so ein Powerpack zu Hause zu haben. Wenn Sie schon einen haben, schreiben Sie uns gerne mal, wofür Sie ihn benutzen. Unter redaktion@pearl.tv nehmen wir gerne Ihre Ideen und Anregungen entgegen. Greifen Sie bitte zu, liebe Zuschauer, und bestellen Sie vor, bevor andere schneller sind, mit der ZX3096 und der 569. Es ist Ihnen mit Sicherheit schon unser Solarpanel hier vorne aufgefallen. Es ist das Größte, was wir haben. Und vor allen Dingen haben wir es hier in der Kombination mit unserem größten Powerpack für Sie ins Programm aufgenommen. Auf vielfachen Wunsch werden wir es gleich also auch mit der doppelten Stromleistung kennenlernen. Aber damit bin ich natürlich jetzt völlig unabhängig von einer Steckdose. Jetzt kann ich meinen Powerpack ganz einfach per Solarenergie, per Tageslicht, per Sonnenlicht jederzeit wieder mit Strom versorgen. Ja, das ist jetzt ein Solarkraftwerk. Also das ist ein richtiges Kraftwerk, wo Sie Ihren eigenen Strom erzeugen. Sie verbinden das Solarpanel. Das ist übrigens ganz einfach zusammenzufalten hier. Mhm. Sie sehen, das gelingt hier drin. Und dann kann ich das hier eben mit wie ein Tapeziertisch zusammenfalten. Hier vorne ist noch ein Griff und damit tragen. Hinten sind Füße, das ist auch also absolut immer im richtigen Winkel steht hier. Das hier als Sparpaket. Das ist also, Sie sparen deutlich Geld. Im Gegensatz dazu, wenn Sie die einzeln kaufen würden. Jetzt macht Diana was. Sie steckt das nämlich einfach rein und damit ist Ihr Solarkraftwerk zusammen. Sie brauchen kein Solartechniker zu sein, Sie brauchen kein Elektriker zu sein. Sie stecken das einfach rein. Das kann man auch nicht falsch drauf reinstecken. Das Kabel, was hier rauskommt, geht da vorne rein. Und Sie sehen das hier sogar, unsere Scheinwerfer reichen aus, um unser Powerpack wieder mit Strom zu versorgen. Sie sehen hier die kleine Ladeanzeige, das kennen Sie vom Handy, die bewegt sich. Das heißt, wir können im Moment Strom, erzeugen wir damit Strom. Und zwar 260 Watt kommen hier rein. Das heißt, du bist jetzt richtig unabhängig. Du brauchst keine Steckdose mehr, um dein Powerpack zu laden. Du kannst tagelang, wochenlang, monatelang unterwegs sein, ohne Strom zu brauchen aus der Steckdose. Du hast deine Steckdose dabei, die automatisch von diesem wetterfesten, auch nochmal wichtig, transportablen Solarpanel gespeist wird. Einfacher und komfortabler kann es eigentlich kaum noch sein. Ja. Sie haben hier monokristalline Solarpanel in der Spitze bis zu 260 Watt Leistung, werden direkt über ein 5 Meter langes Kabel hier an Ihre Energiereserve weitergegeben. Sie können Energie entnehmen, Energie zuführen, beides gleichzeitig. Ach so, man kann es ja gleichzeitig machen. Das ist Spitzenklasse. Wollen wir das mal machen? Ja? Wenn du das möchtest, sehr, sehr gerne. Ja. In der Zwischenzeit verrate ich Ihnen, dass Sie natürlich nicht nur mit 260 Watt Leistung rangehen können. Sie können auch gerne das gerade aktuell eingeblendete Sparpack bei uns nutzen. Der große Powerpack in Verbindung mit zweimal 260 Watt Solarpanel. Das heißt, dieses Solarpanel zweimal, seid ihr schon dran? Dann haben Sie natürlich doppelte Leistung, 520 Watt. Es lädt jetzt hier und wir können gleichzeitig die Heckenschere betreiben. Machen wir an, Diana. Also du kannst es laden und benutzen gleichzeitig. Ja, so einfach ist das. Insofern ist es natürlich auch interessant, ich sag mal, für den Hausgebrauch zu Hause, je nachdem, was Sie damit machen möchten, beim Schrebergarten oder im Garten selber, Gartenpumpen und dergleichen, lassen sich damit hervorragend betreiben, bevor Sie jetzt ellenlang irgendwelche Kabel verlegen, bis Sie am Teich angekommen sind. Sie können den Powerpack dort hinstellen, das Solarpanel daneben und können ganz einfach jederzeit Strom reinladen und gleichzeitig wieder Strom entnehmen. So einfach geht das. Zeig mal, wo der Preis steht. Aber nicht zu kurz im Hintergrund. Sie sehen hier im Overlay, sehen Sie den Preis und das Lieferdatum, das nächste Lieferdatum. Seien Sie dabei. Also wenn Sie es haben wollen, wenn Sie überhaupt nur in Erwägung ziehen, Sie brauchen das, glauben Sie mir. Es ist der Strom des 21. Jahrhunderts, ein portables Solarkraftwerk. Es ist portabel hier, ganz, ganz einfach, entweder mit dem einen Solarpanel oder dem anderen Solarpanel. Sie sind Ihr eigener Stromversorger für 0
Cent pro Kilowattstunde. Ja. Was Ralf hat vorhin erzählt, glaube ich, wir liegen jetzt bei 37 Cent im Bundesdurchschnitt pro Kilowattstunde. Sie sparen auch noch richtig Geld, weil das stellen Sie bei sich auf die Veranda irgendwo hin und brauchen keinen Pfennig mehr bezahlen für Strom. Ja. Das ist das Beeindruckende hier dran, weil es ein Solarkraftwerk ist. Auch mein Versorger hat mir Post geschickt und hat mich zum 1. Januar, zum Jahresanfang, wieder in der Kilowattstunde deutlich nach oben gesetzt. Mal schauen, ob es die einzige Post von den Stadtwerken war in diesem Jahr. Also Sie können sich überlegen, ob Sie nur das Powerpack brauchen, sehr beliebt, aber eben auch die Variante Powerpack mit einem Solarpanel oder ganz aktuell auf Ihren Wunsch hin zusammengestellt, das große Powerpack für alle Geräte bis 2000 Watt in Kombination mit zweimal dem größten Solarpanel, was wir haben. Zweimal 260 Watt macht nach Adam Riese und Eva Zahl 520 Watt Leistung zu haben mit der ZX3189 und der 569. Mobile Energie leicht gemacht. Haben Sie ganz viel Spaß damit.